Liebe Gastro interessierte Online-Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem World Wide Web. Auf die heutige Sendung habe ich mich ganz besonders gefreut. Das hat unter anderem mit einer neuen Senderubrik zu tun, die wir Ihnen heute vorstellen. Da kommt unsere Themenübersicht. Ausgezeichnet! Wie 9 Lehrlinge mit ihren Kreationen die Jury des Lehrlingskochwettbewerb Gusto begeistern. Auserkoren, wie es Silvan Oswald geschafft hat, die starke Konkurrenz am Kochherd hinter sich zu lassen. Auserwählt. Sommelier Shirley A. Amberg wählt für Sie in der Rubrik Fein Wein die besten Tropfen aus. Heute ist Ihre Premiere. Gusto ist der Name von einem renommierten Lehrlingskochwettbewerb. Am 17. März haben 9 junge Kochtalente die Herausforderung angenommen und ihre Fähigkeiten unter sehr hohem Druck unter Beweis gestellt. Bereits im Vorfeld haben sich die Lehrlinge für den renommierten Kochwettbewerb qualifiziert und Arbeiten eingereicht. Genau 3 Stunden hatten sie Zeit, um die eigenen Kreationen in der Praxis umzusetzen. Und das unter den Augen von einer strengen Jury. Bewertet worden sind unter anderem Arbeitsweise, Kochtechnik, Wareneinsatz und die Hygiene am Arbeitsplatz. Eine zweite Jury ist in Genuss vom Degustieren gekommen. Das Motto vom diesjährigen Kochwettbewerb hat geheissen: Tradition kreativ interpretiert. Will heissen, je kalte und eine warme Vorspeise aus Fisch und Biogemüse und Kräuter hat kreiert werden müssen. Im Hauptgericht sind 2 verschiedene Garmethoden oder Kochtechniken verlangt worden. Die grosse Sause mit Preisverleihung ist am nächsten Tag im Lakeside in Zürich über die Bühne an der Gusto Gala. Die Leistungen von allen jungen Kochtalenten ist gebührend gefeiert worden. Obwohl alle Finalisten grossartig geleistet haben, gewinnen kann leider nur einer. Der Gewinner vom Gusto 2016 heisst Silvan Oswald! Der Silvan Oswald hat also die Jury mit seinen Leistungen restlos überzeugen können. Die Anerkennung kommt nicht von ungefähr. Das Team um den Silvan hat nichts am Zufall überlassen. Wir haben den glücklichen Sieger vom Lehrlingswettbewerb Gusto in seinem Lehrbetrieb in Weggis besucht. Die Hotel- und Gastroformation ist ein Kompetenzzentrum für die Hotellerie und die Gastronomie. Hier wird auf hohem Niveau Aus- und Weiterbildung betrieben. Silvan Oswald ist der beste Beweis dafür. Wie geht's dir heute nach diesen turbulenten Tagen? Ja, es ist natürlich wieder zurück im Alltag, aber es tut auch ganz gut, jetzt wieder ein bisschen runterfahren. Unzählige Stunden verbringt der 17-Jährige mit der Vorbereitung für den anspruchsvollen Kochwettbewerb. Über 6 Monate hat sich der Lehrling auf die bisher größte Herausforderung seines Lebens vorbereitet. Die Teilnahme, für den Koch eine Pflicht. Ich glaube, das war relativ gleich Anfang September, als die Broschüre auf der Post kam. Und ja, ich wollte mich dieser Herausforderung stellen und habe das dann auch gemacht. Seine Bereitschaft stößt im Betrieb auf offene Ohren. Mit Mario Garcia findet Silvan Oswald den perfekten Coach. Garcia gewann 2009 selber den Lehrlingskochwettbewerb Gusto. Er war sogar Mitglied der Schweizer Juniorenkoch-Nationalmannschaft. Ich war mega berührt, wo es funktioniert hat, weil ich wusste, wie viel Arbeit es vorher war, auch für ihn selber. Und ich weiss, wie viel es da dahinter steckt, dass es funktioniert und wie viel Glück das man muss haben. Und darum bin ich extrem stolz. Seinen Sieg hat Silvan aber auch Thomas Bissegger zu verdanken. Der Küchenchef stand tagtäglich mit seinem Schützling am Herd. Und zwar nicht nur zu regulären Arbeitszeiten. Wir haben vielmals am Wochenende trainiert oder in der Zimmerstunde oder am Oben. Eben zusammen dann mit Mario und ich habe eigentlich so die organisatorischen Sachen gemacht. So geschaut, dass alles da ist, dass es an seinem Platz ist und ja. Das Dritte eigentlich so zusammen auf den Erfolg hinschaffen können.
Ohne Eigeninitiative des Lehrlings und die Unterstützung durch die Ausbilder ist ein solcher Erfolg undenkbar. Es braucht aber auch noch den Goodwill des Arbeitgebers. Es bringt nichts, wenn der Lehrling will und der Betrieb irgendwie sich in den Weg stellt. Der Sieg des Lehrlingskochwettbewerb Gusto ist ein wichtiger Meilenstein in der noch jungen Karriere von Silvan Oswald. Trotzdem ist es noch lange nicht an der Zeit, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Jetzt geht es erst richtig los. Wenn man jetzt nachlässt und nicht weitermacht, dann hat das Ganze genau nichts gebracht. Und darum ist es extrem wichtig, dass man jetzt weitermacht und seine Ziele und Träume nicht aus den Augen verliert. Das erste Wort gehört definitiv am Sieger. Mit dem Pokal in der Hand und dem Sieg in der Tasche ist Silvan Oswald seinem Traum auf jeden Fall einen Schritt näher. Das Ziel ist sicher von mir, mal ein eigenes Restaurant zu haben, wo ich meine Kreativität grenzenlose Kreativität ausschöpfen kann und einfach meinen Gästen die beste mögliche Qualität anbieten kann. Sie sehen also, an vielversprechendem Nachwuchs fehlt es also nicht. Vielleicht gehört Silvan Oswald mit seinem zukünftigen Restaurant zu den nominierten Gastrobetrieben von morgen. Was mich zu den News bringt. Der Anmeldeschluss rückt immer näher. Bis zum 30. April haben Sie noch die Möglichkeit, Ihr innovatives Gastro-Konzept für den Publikumspreis Best of Swiss Gastro einzureichen. Möchten auch Sie von einer starken Marke profitieren und Ihren Betrieb nachhaltig einem breiten Publikum präsentieren? Ja, dann sind Sie bei uns goldrichtig. So richtig wie Stefan Bernett, der mit seinem Restaurant Maori den zweiten Platz in der Kategorie international belegt hat. Der Gastronom spricht aus Erfahrung. Zum einen hat es am Team einen extremen Zusammenhalt gegeben, extreme Motivation, einen extremen Drive. Zum anderen ein wahnsinniger Stolz für uns alle. Er hat viele Gäste gebracht, würde ich sagen. Es sind viele Gäste reingekommen. Sie haben auch das Holzkreuz gesucht. Sie haben dann auch in den Vitrinen draussen haben sie das gefunden. Und wir sind darauf angesprochen worden. Wir haben im TripAdvisor einen Eintrag, der mich sehr berührt hat. Einer geschrieben, ihr hättet den ersten Platz verdient, nicht den zweiten. Wobei wir sind natürlich unser Weihnachtsessen, haben wir, wie es sich gehört, im Rio Churrasco gemacht, in Stand. Das sind die den ersten Platz gemacht haben und sind die besuchen. Das war ein mega schöner Abend. Wir haben auch noch ein Gespräch miteinander. Und, ja, ich finde das schon toll, oder? Gastronomie, Zusammenhalt. Und ein weiterer Anmeldeschluss rückt immer näher. Der Kochwettbewerb Young Talent bei Escovier steht bevor. Ein Kochwettbewerb für junge Köche, die in Ausbildung sind und nicht älter als 22 sein dürfen. Anmeldeschluss ist der 20. Juni. Der nationale Kochwettbewerb wird in diesem Jahr zum 4. Mal durchgeführt. Alles Wissenswerte zu dem prestigeträchtigen Anlass erfahren Sie auf der Homepage. Freude herrscht auf 1800 Metern über Meeresspiegel. Die mittlerweile über 300 Mitglieder der Food and Beverage Management Association haben sich in Arosa zur Generalversammlung getroffen. Nicht etwa, um zu feiern. Nein, sondern um gemeinsam auf ein ereignisreiches 2015 zurückzublicken und gemeinsam auf den neuen Präsidenten anzustoßen. Der neue Präsident der FBMA ist Kuno Trevisan. Der Gastronom wurde einstimmig gewählt. Soeben hat uns nochmal eine aktuelle News erreicht. Der 23. Juni unbedingt im Kalender rot anstreichen. Dann findet Nennis erste Swiss Food Service Forum statt. Eine Veranstaltung, die die gesamte Wertschöpfungskette von unserer Branche im Fokus hat. Wenn ich an dieser Stelle Andreas Krummes zitieren darf, vom Röbli im Boden bis zum Röbli auf dem Teller. An dem Forum wird aber nicht nur geschnurrt, nein, es wird auch eine Studie präsentiert. Weitere Informationen sehen Sie auf der entsprechenden Homepage. Das Team von Best of Swiss Gastro bewegt ist neben dem Andreas Krummes um einen weiteren attraktiven Exponent reicher. Ihr Name ist Shirley Amberg und sie ist ebenfalls einstimmig von mir gewählt worden. Von Berufs wegen steckt sie ihre Nase in fremde Gläser. Die ausgebildete Sommelier hat sich unter anderem als Bloggerin und Kolumnistin einen Namen gemacht. Heute hat sie bei uns ihren ersten Auftritt in der Rubrik «Fine Wine». Herzlich willkommen an Bord. Dankeschön. Ich freue mich sehr, Ihnen, liebe wie interessierte Zuschauerinnen und Zuschauer, in meinem ersten Beitrag einen Schweizer Wein zu präsentieren.
Gewonnen aus einer Rebsorte, die man vor allem in Argentinien kennt, nämlich Malbec. 100% made in Zürich. Zweifelsohne ein Wein, wo es sich lohnt, genauer unter die Lupe zu nehmen. Hier im zürcherischen Hönk wachsen auf rund 3 Hektar die Rebstöcke der Familie Zweifel. Auf diesem Fleckchen Erde vereinigt sich alles, was die Limmatstadt ausmacht. Tradition, Innovation, Idylle und Moderne. Die Geschichte der Familie Zweifel geht bis ins 14. Jahrhundert zurück. Ihre Reben sind 1440 erstmals in Hönker Urkunde erwähnt worden. Über viele Jahrhunderte war der Hang zwischen dem Dorf und der Limmat vollständig mit Reben bepflanzt. Anfangs des 20. Jahrhunderts hat in Zürich wegen der Rebelausplage die Weinproduktion an allen Reblagen fast vollständig aufgegeben werden. Auch die Rebstöcke am Hönker Killensteig sind nicht verschont worden und mussten gerodet werden. Erst 1986 ist der Hang auf die Initiative von Heinrich Zweifel wieder mit Reben bepflanzt worden. Pro Jahr liefern die Reben etwa 100 Tonnen Trauben, die zu 100'000 Flaschen Wein vinifiziert werden. Die Rebe ist auch schon ein paar Jahre alt. Sie ist 1919 gepflanzt worden und rankt sich um das ganze Haus der Familie Zweifel. Ein schönes Symbol für die Familiengeschichte. In diesen Fässern reifen die feinen Tropfen an. Der Malbec zum Beispiel liegt mindestens ein Jahr im Fässchen. Das gibt ihm dann ein feines Holzaroma. Die Familie Zweifel verkauft aber nicht nur ihre eigene Weine. Sie bietet leckere Schluck aus der ganzen Welt an. Darunter auch härtere Säfte, wie zum Beispiel Grappa, Whisky oder Tequila. Und natürlich Chips. Die Zweifel sind nämlich auch die mit den Chips. Eine Familie, die sich also ganz und gar der Gaumenfreude verschrieben hat. Die beiden Brüder Zweifel haben sich im Jahr 2003 dazu entschieden, die wenig regionstypische und anspruchsvolle Rebsorte Malbec anzupflanzen. Die Tropfen sind während 12 Monaten im Barrique ausgebaut worden. Das Ergebnis ist ein komplexer und eleganter Wein. Im Glas zeigt sich ein intensives Rubinrot mit so einem funkelnden violetten Schimmer in der Nase. In der Nase ist das Holz präsent, aber dezent und es hat extreme Fruchtaromen. Es ist ein ganzer Früchtekorb. Ich habe hier Kriese, Pflaumen, wilde Brombeere, ich kützle hier einem die Nase. Und zu dem allem kommt nachher im Mund noch so eine schöne pfeffrige Note dazu. Er ist schmelzig, üppig und süffig. Schön für sich ganz allein oder dann zu einem richtig deftigen Essen. Der Pioniergeist und der Mut von diesen beiden Brüdern hat sich auf jeden Fall gelohnt. Zu haben ist das Tröpfchen für um die 30 Schweizer Franken Konsumentenpreis. Cheers und bis zum nächsten feinen Rebensaft. Es ist erfreulich an dieser neuen Rubrik «Fine Wine», auch wir kommen ab und zu in Genuss von einem wunderbaren Wein. In der nächsten Sendung unterhaltet sich Andreas Krummes im Experten-Talk mit Rudi Bindella Junior über sein jüngstes Projekt. Aber auch sonst haben wir wieder für Sie spannende Sachen parat. Ich freue mich. Cheers und bis in 2 Wochen. Cheers, Jungs. Cheers. Andi, cheers. Danke vielmals. Colin, cheers. Zum Wohl. Zum Wohl. Andi, cheers. Danke, Shirley.